Bring und Bahn initiieren. Putz. Wir brauchen nur ein krasses Overlay. Das ist... Boah, hast du mich erschreckt, Alter. Ja. Ja. So, Andrew Griffiths gegen AEQ. Go. Na, Musik ist schon drauf. Das ist sehr, sehr schön. Und wir sind schon ein bisschen fortgeschritten. Da bin ich ja quasi selber schuld. Aber es ist normal. Wir haben sehr viele... Wir haben Nasus-Band. Holy shit. Nasus- und Anivia-Band. Das ist ja schon querverrückt. Aber so ist es manchmal. Tolki ist Java in Main, deswegen auch der Bann jetzt gegen ihn. Ich würde trotzdem jetzt einfach den Botlane auswählen. Entweder Jungler oder einfach, bitte, pickt einfach die Botlane. Ja, nehmen wir einfach Kate und, oder Tristana, geht natürlich auch. Aber ich finde Kate cooler, Tolki findet anscheinend Kate auch cooler. Und jetzt nimmst du dir Thresh oder Tahm. Ja, alles Spitzenpicks, die man wunderbar verwenden kann. Braum ist natürlich auch möglich, weil Braum ist sehr gut gegen Kate. Und wer hat gedacht, du nimmst einfach nur Braum dem Gegner weg? Ja, kann man machen. Oder Zac. Zac finde ich nicht gut, aber genau mit der gleichen Begründung wie beim letzten Mal. Ich find Zac als Pick sehr nice. Das ist nicht gegen ihn, sondern es ist wieder, will ich, dass mein Supporter die Möglichkeit hat, auf den gegnerischen Supporter zu reagieren, okay? Und ich finde, nimm Braum, Alter. Ich habe das Gefühl, so Braum, Tahm, Kench, die nehmen sich halt gar nicht so viel. Das sind halt beide Tanks mit einer sehr speziellen defensiven Mechanik. Der eine frisst den Mate, der andere schildert den Mate. No. Aber mal gucken. Andrew Griffins sagen sich Rek'Sai für die Verwirrung. No. Das ist ja schon Gragas im Team. Das ist Gragas Toplane. What the hell? Na, mal gucken, was das Ganze werden wird. Und wir haben eine Orianna. Orianna haben wir sehr effizient gesehen, Leute, okay? Ori, Popori, super strong. Ist einfach nur safe. Und Tristana ist schon ein Janna-Login. Janna. Janna möchte nicht, dass ein ADC bedroht wird. Sie ist sehr, sehr safe. Und hat einen sehr guten Disengage. Ist ein Hard-Counter zu vielen Tanks. Weil nicht nur, dass sie die Tanks wegpustet und damit... Einen Reset im Fight forciert. Na, es geht einfach von vorne los. Du bist halt Mauerfight. Ja? Du gehst rein, überwindest 1000 Kilometer Distanz, um in meine gegnerischen ADC reinzukommen. Hey, Janna! Na, und dann boom, ist er wieder 1000 Kilometer weg. Und Mauerfight kann sich nicht nochmal positionieren. Der kann da nur noch laufen. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann kriegt er einen Wirbelsturm ins Gesicht. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann ist er geslowed. Und nachdem der Slow vorbei ist, kriegt er wieder einen Wirbelsturm. Na, so ist Janna. In a nutshell. Sehr defensiv. Aber das Problem ist, du spielst die Lane nicht sehr aggressiv. Kate poked. Kate pusht. Kate ist ein selbstständiger Lane-Bully. Und eine Janna verstärkt das nicht krass. Sie saved eher jemanden, anstatt ihm einen krassen Power-Spike zu geben. Natürlich ist der Schild super nice. Der Schild, also jemandem 40.000 AD zu geben. Einfach so. Einfach ein BF mit Schild. Ja, das ist schon nice. Aber... Hilft nicht wie damals die ganzen Karmas und so weiter. Oder die starken Lulus, die ungenervten Lulus, die Lane voranzubringen. Es ist halt anders. So, gebannt. Ja, viele Midlaner. Nur noch Soraka. Einfach Soraka, echt bannt. Oh, shit. Ja, oh, Swain. Swain. Ja, gut, was haben wir denn jetzt hier für einen Salat? Wir haben Rek'Sai im Jungle. Wir haben Gragas Support. Gragas wurde also als Support geflext. Wir haben einen Swain Toplane. Schwierig ist es natürlich. Orianna, Talia Matchup sehr, sehr gleich. Na, keiner Cho'Gath. Dem Chat ist es aufgefallen. Ich würde Instant Cho'Gath nehmen. Aber man sagt Camille. Camille gegen Swain, sehr interessante Begegnung. Hyper Carry gegen Ipim Swain. Na, es ist schwierig. Ich denke, Camille gewinnt trotzdem im absoluten Late, weil sie bessere Anti-AP-Waffen hat. Na, mit dem ganzen Hextringer und dem Spaß. Bei ihr ist ja witzig, wenn sie mal auf Mamotius baut, hat sie nicht nur eine gute Waffe gegen Swain, was diese Schadensreduzierung angeht, mit der puren MR und dem Schild, sondern sie kriegt ja diesen Fury-Status, wo sie Lifesteal und Spellvamp bekommt. Und das ist krass, weil wenn sie dann ihren zweiten Kick auspackt, der True Damage macht, kriegt sie richtig viel Leben wieder. Weil True Damage geht in diesen Spellvamp mit ein. Na? Oh, haben die das eingeloggt? Nee, ich glaube, die tauschen nochmal, oder? Tauschen die Botlane nicht? Sind die dünn?
Ich meine, ach nee, sie haben sich von Anfang an falsch positioniert. Nee, 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 das ist alles richtig. Also, die richtigen Spieler haben die richtigen Picks, okay? Das hat funktioniert. Oh. Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Die letzte Begegnung des heutigen Tages lautet Andrew Griffiths gegen AAQ. Ja, gegen Vidi Pritat. Da müssen wir natürlich schauen, wie die beiden sich hier gegenseitig den Schädel einhauen. Denn wir haben ein paar interessante Picks. Wir haben Swain gegen Camille. Hypercarry gegen Swain. Ja, Swain ist sehr seltsam. Wir haben ihn bei der SL-Meisterschaft in krassen Matchups gesehen. Mit sehr, sehr guten Ergebnissen. Na, da kann auch gut gespielt werden. Ist natürlich sehr cool dann abhängig. Swain muss seinen Cooldown richtig gut timen. Was die Ultimate angeht, wir haben da schon harte Punishments gesehen und feststellt, oh, du hast deine Ulti gerade auf Cooldown, oder beziehungsweise sie ist gerade abgelaufen. Ja, RIP. Na, bei dich werde ich jetzt richtig schön foltern. So, einen Moment. Sowas können wir eigentlich umgehen. Hey. So, geht weiter. Das ist halt natürlich ein Riesenvorteil, wenn. Ja, was soll ich sagen? Wenn das ein Video ist. Ich kann vorspulen. Ja, ich kann das Ganze wunderbar manipulieren. Oh, ey. Noch eine Pause. Leute. Eieiei. Die war länger. Ich habe gerade 5 Minuten übersprungen. So gut, ey. 5 Minuten Pause habe ich euch gerade. Deleted. Na, sehr, sehr schön. Aber Andrew Griffiths. Wird das hier bald mal richtig? Was ist das hier für ein... So, geht los. Was ist das denn? Ja, jetzt wird er weg. Okay. Andrew Griffiths gegen AAQ. Das ist die Begegnung, Leute. Das wollen wir sehen. Wie gesagt, das Swain-Matchup oben. Das ist so das Interessante. Ich denke, er kann sie am Anfang hart bullien. Hier sieht man es auch. Tolkien. Hey. Ja, kaum ist im Interview schon, geht die Folterei los. Swain ist krass auf der Lane. Das ist super, super annoying. As hell. Aber sie wird im späteren Spielverlauf mit deutlich mehr Effizienz belohnt werden. Camille ist ein harter 1-vs-1-Power-Champion. Oha, jetzt wird hier sogar ein bisschen getauntet. Ja. Oder sie redet von Natur so viel. Es kann natürlich auch sein, die neuen Champions kriegen einfach Dialoge in das Kit gestoppt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ja? Wenn so ein Kasselin gar nichts sagt, redet ihr einfach nur Xayon Rakan, die biggest Bulette EU ans Ohr. Und du machst nicht mal was. Du läufst nur rum. Ja? Einfach nur gerappt. Aber viele Potions musste man jetzt benutzen, das ist ein bisschen ärgerlich. Muss man aber durch. Es gibt ja quasi kein Äquivalent zum Dark Seal für ADs, wisst ihr? Früher gab es ja, neben den Majors, den Leviathan und das Schwert des Okkulten. Quasi, du kriegst AD für Stacks und du kriegst HP für Stacks. Sowas gab es ja früher. Sehr lange her. Ja. Und das Majors-Ding haben sie behalten. Da fanden sie den Trade anscheinend sinnvoll. Aber, oha, das ist halt close. Da hätte man nicht flashen sollen. Das war schon die richtige Entscheidung, aber beide haben noch Heal. Da kann man gut baiten mit. Sollte man so mal nicht tun. Fakt ist, die Überbleibsel, Knock-Up ist da, aber Zeg ist ebenfalls zur Stelle. Der könnte jetzt hier vielleicht sogar noch das Outplay wagen. Q sitzt. Oh, das Minion, das ist ja keiner da, ne? Das ist halt bitter. Sprung bricht da auch ab, da will er nicht rein. Wäre, glaube ich, auch klar genockt worden. Ein bisschen zu riskant. Tolkien wird hier umgefoltert. Fakt ist, es gibt kein Vor-Item dazu. Das Schwert ist Okkulten oder so ein Langschwert gebaut. Leviathan aus einem Ruby Crystal. Ja. Und Dark Seals, finde ich, ist ein Item, was zum Snowballen da ist, aber auch unfassbar viel Sustain gibt. Ich meine, es synergiert mit Potions. Ja. Hat dein AD sowas? Nee! Na, die haben natürlich Lifesteal. Aber, hat dein AD sowas? Na, nee. Gibt es nicht. Doch, Kal. Kal ist so ein weirdes Item. Vielleicht das. Ja, vielleicht ist das der Schlüssel. Fakt ist, Tanks haben nicht, okay? Wir haben nur Durans Schild. Die kaufen sich ja mittlerweile auch ADCs. Oh, ich muss, by the way, den Spaß hier nochmal ändern. Ach, nee, kann ich nicht. Ist ein Video. Sorry, ich kann unten die Leiste nicht ändern. Das kann ich nicht. Na, das hätte vorher gemacht werden müssen. Aber ist nicht schlimm. Na, gibt auf jeden Fall
Schlimmeres als das. So, da Dorans Schild nochmal von Tolkien geholt nach dem ersten Backport. Also beide nicht mit übertragend viel, aber die Potion, Corrupting Potion mit Dark Seas, und die gibt es von Natur sehr gut, hat auch ein bisschen Armor sich gegönnt. Was gegen Kimmel weird ist, weil macht halt True Damage. Unter anderem. Ja, aber mal gucken. Mal gucken. Jetzt kommt der Gank. Da kann Swain. Oh, der letzte Outed. Oh nein, wie bitter. Da ist der Wobble Arm schon abgegangen. Das heißt, der Auto-Attack hat ihn nicht zurückgeworfen. Der wäre wahrscheinlich tot gewesen. Bei so einer leichten CC und ein, zwei weiteren Auto-Attacks entsteht dann ein Kill. Ja, aber hat nicht geklappt. Beide aber, also sowohl Jungler als auch Top-Lane noch Flash verloren. Und das ist für Tolkien sehr nice. Denn jetzt heißt es Ulti-Time. Na, jetzt kann er da mit der Ultimate den Gegner 1000 Jahre einsperren. Er kann natürlich mit Flash auch nicht raus, aber auch nach der Ulti hat er quasi Probleme. Das ist so das Wichtige. Ja, oder würde die Probleme mehr oder weniger fortsetzen. Aber Gragas Support, ne? Man hat es gesehen. Base-Schaden ist im Haus. Kann beim Pushen helfen. Das ist bei Varus ziemlich gut, weil Q und auch die massenhaften Powerpfeile, die er zur Verfügung hat, mit der Hero Reduction, sind auch ein sehr, sehr gutes Werkzeug, um die Lane voranzubringen. Und gegen eine Kate, gegen eine Janna sollte man das immer machen. Weil eine Janna kann nicht helfen beim Wave Clear. Da ist er einfach noch schwach. Ah, der Wirbelsturm, das klingt zwar nach einer netten Idee, ist aber... Nee, nicht so gut, eigentlich. Aber mal gucken. Blade of Ruin King gegen BF. Beziehungsweise Cutlass gegen BF. Ist für den Varus deutlich besser. Ah, Blade of Ruin King ganz, ganz... Oh, what? Shockwave Power Combo und es reicht! First Blood für Andrew Griffins. Ganz stark. Ah, Bauchhammer hat nicht gesessen, ist aber egal. Die Shockwave führt dazu, dass man den Gegner trotzdem zu dem Gragas wirft und er beide Spells noch durchbekommt. Also die restlichen Spells, sagen wir es mal so. Hat er noch keine Ult gehabt. Und das ist ja wohlgemerkt Gragas Support. Der arbeitet halt wirklich nur mit dem Base-Schaden. Not bad. Not bad. Aber besser wäre es, wenn Ori den Kill bekommen hätte. Ne? Aber 200 Gold, die nimmst du an. Da beschwert man sich nicht. Naja. Erstes Item von Tolkien. Wer jetzt gedacht, ruft des Henkers. Na, der wird halt sofort Heal Reduction. Sofort. Na, geholt ist die richtige Entscheidung. Das ist ein Item, was für den Preis seltsam ist, weil du kriegst wirklich wenig AD. Sehr wenig sogar. Aber die Utility, die größte Stärke vom Gegner wegzunehmen, neben dem Point-and-Click-Spell von ihm, besser zu bereits. Hier sieht man es halt. Die Kombo ist halt der Rabe mit dem Spell, halber AP weg. Ja. Aber jetzt heißt es Ult. Oder? Ne, man lässt ihn wahrscheinlich noch ein bisschen näher rankommen. Ja, jetzt glaube ich, ist er nah genug dran. Zack. Er hat noch seine eigene Ultimate. Es sind sehr viele Vasallen da, aber die Heilung ist halt wirklich dramatisch reduziert. Und da geht er down. Und ja, Talia denkt sich, ich wollte eigentlich nur helfen. Habe ich mit der Ultimate jetzt quasi selbst umgebracht. Zack, zack, zack. Ein Auto-Tag noch. Oha, jetzt war es aber gefährlich. Da war die Combo da, aber noch ein Q und er ist tot. Und der Turret. Ja, er kriegt den noch. Ja, ärgerlich natürlich für Talia, dass sie da helfen wollte, obwohl IQ das quasi selbst gut hinbekommen hat. Das ist halt das Ding gegen Swain. Er war schon in der Wave. Also er hatte schon sehr viele Monster, Champion sag ich schon, sehr viele Minions bei sich und heilt sich dadurch natürlich sehr, sehr krass. Na, Swain wurde ja vor langer Zeit geändert, dass er nun 5 Raben immer aussendet. Oder bis zu 5 Raben. Das heißt, je mehr Gegner, je mehr Minions, desto besser. Aber das Ganze ist natürlich gar nicht so einfach, wenn deine Heilung so krass reduziert ist. Die klaffenden Wunden, das ist halt so gut. Deshalb auch Mundo und Swain immer noch relativ schwer sind, ins Meta reinzubringen. Bei Mundo geht's mittlerweile. Ich habe heute gegen einen Mundo Jungle gespielt und holy shit, er ist undying. Ja, der ist halt wirklich tanky. Gerade mit so Stoneplate und den ganzen Spaß-Items. Der ist gut. Da sind die offenen Wunden dem komplett egal. Er heilt sich trotzdem. Ja, sonst relativ ruhig. Keiner kommt perfekt an den Turret ran. Das heißt, die Gebäude haben noch relativ viel HP. Das ist immer so ein Indikator dafür, wie viel Pace ein Spiel hat, wie viel Geschwindigkeit.
Solange die Türme stehen, ist alles ruhig. Zeugi muss natürlich immer noch viel Harass auf sich nehmen. Eine Alternative wäre, wenn ihr jetzt Hextrinker geht. Also Mercurys into Hextrinker. Und dann quasi auf diesen All-In-Versuch. Ich meine, er wird jetzt viel harassed. Und MRO ist da sehr nützlich. Das ist halt, also die Gangs in der Mitte gegen Talir, die hauen halt echt gut hin. Schöne Shockwaves hier an der Stelle. Gute CC-Chain. Oh, der hat keine Tower-Aggro. Der hat immer noch keine Aggro. Mann! Der Turret ist so eine faule Sau. So schön gemacht von Sharp hier an der Stelle. Echt gut gemacht. Aber es ist ein Warrior. Es ist ein Warrior. Rek'Sai. Oha, das ist ein interessanter All-In, weil es sind so viele Vasallen hier. Der heizt halt echt gut hoch. Oh, RIP. Oh, close. Also der Flash war super wichtig, sonst hätte Beatrice ihn gekillt. Hat aber keinen Mana mehr. Der gute Swain, jetzt probiert das trotzdem mit dem Onit Spell. Und er kriegt ihn. Marok sieht ihn ganz stark. Tolkien hier einen weiteren Kill abgeluchst. Ja, sehr, sehr schön. Aber der Turret halt super lazy. Hat ihn nicht angegriffen, weil Checker nicht einmal die Aggro geholt hat. Jetzt die Botlane sehr aggressiv. Schönes Fass. Starker Disengage von Janna. Das kann's, aber sie sind in Überzahl. Oh, der Schild! Oh mein Gott, ist das bitter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, nee, du bist in die Pfeile gelaufen. Oh, die Caitlyn hätte es echt überlebt, na. Die Caitlyn hätte es wirklich überlebt. Das war ein 1:1 Trade. Guck mal, wie krass Janna ist, na. Die wollten halt beide haben. Nicht nach und nach, sondern wirklich beide gleichzeitig töten. Das hätte ich optimal. Schöner Flash war richtig. Er wird nochmal zurückgeworfen, ist aber nicht viel. In die Combo aber hinein. Das ist schon not bad. Shockwave trifft nicht. Janna wird ebenfalls terminated. Und Andrew Griffin auf der Jagd. Das nächste Q müsste gleich zur Verfügung sein. Und da ist der Kill. IQ nicht faul. Wir machen hier einfach eiskalt weiter. Swain ist das nächste Opfer. Aber der hat ein bisschen... Oh, bitter, dass er flashen musste. Oder geflasht hatte er. Ich glaube... Oh, nächster Flash. Was ist da los? Der Respekt ist nicht da. Dafür die Angst vor Gragas Support umso mehr. Er hat sich ja gezeigt von hinten. Deswegen da auch ein bisschen Vorsicht bei den beiden Teams. Also wirklich viele Fehler. Um aber die Situation mit Rek'Sai nochmal zu erklären. Er hat halt kein Sindarak. Hätte Rek'Sai Sindarak, hätte ihn Zek und Turek getötet. Ich meine, er hat ihn so lang CC. Da noch zurückgeworfen und den ganzen Shit. Der wäre jetzt sofort tot, aber er kriegt halt keine Aggro. Warrior gibt keine Aggro. Ja, sondern nur, wenn du angreifst. Und das ist die Warrior-Titanic-Version. Ist die Snowball-lastigste. Wenn du snowballst und du weiter snowballen willst, ist das eine gute Idee. Und da steht auch 1:0:3. Das ist auf jeden Fall not bad. Ist auch nicht überragend auf der anderen Seite. Ja, aber ist auf jeden Fall not bad. Ja, kann man mitarbeiten. Red Buff wird hier noch genommen. Swap kommt präventiv durch. Weil man hat ja die Botlane verloren. Sieht ihr schon, dass Lexelot oben ist. Und Storm ja, ist halt sofort da und Camille darf gegen Swain kämpfen. Die Wege da unten werden jetzt sehr lang. Das wird Camille sehr gut. Aber sie ist noch weit entfernt von sehr effizienten Items. Also Phage ist nice, aber ist noch nicht so impactreich, wie man sich eigentlich erhofft. Zu dieser Spielminute. Das ist halt so ein bisschen problematisch. Ja, sah kurz aus, wenn das Spiel ein bisschen beschleunigt wurde, einfach random. Drake wurde gemacht. Ja, muss ja dann denken, das ist ein Gragas-Support, Leute. Ja? Das ist kein Solo-Lane-Gragas oder einer aus dem Jungle. Janna ist jetzt auch wieder zur Stelle. Das heißt, jetzt muss die Ult rauskommen, bevor sie da ist. Und hier einem das Spiel versaut. Ignite ist ja auch da. Also, wie gesagt, ein Gragas hat die Möglichkeit, was zu machen, aber es ist, glaube ich, zu wenig. Also, es sah auch so aus. Sie haben so lange gewartet. Ich habe die ganze Zeit die Chain of Corruption mir jetzt erhofft. Und dass sie dann einfach hard all in gehen mit dem puren Burst, den ein Gragas-Support ohne Items auch zur Verfügung hat. Ein bisschen AP bringt er natürlich auch mit.
Und es geht nur, wenn Jana nicht. Und Jana bricht einfach, das sind die Gesetze der Physik in diesem Game. So, oh, Q ging daneben. Jetzt kommt aber Talia dazu. Diesmal klappt es. Chain of Corruption sitzt. Lexi dort aber in Gefahr. Oh, da wurden ein paar Leute entführt. Oh, noch zurückgeworfen. Das sieht gut aus. AEQ mit einem ziemlich nicen Teamfight gerade. Zack. Nochmal den Support zurückgeworfen. Triple Kill. Das war ein sehr schöner, gut koordinierter Teamfight. Ori war noch nicht da. Die ist jetzt erst dazugekommen. Das ist der Vorteil von Talia. Sie kann roam. Shockwave defensiv verwendet und über Seilenwellen ein kleines bisschen einzuschränken. Und diese Wave, ja, die ist jetzt schon down. Und den Schaden, den du jetzt am Tor machst, der ist halt absolut minimalistisch. Kein Problem. Hier unten wird sich einfach immer noch geprügelt. Ja, Swain, der hat jetzt die Ult deaktiviert. Das sind so Momente, wo du dann wirklich reingehen kannst, denn das ist nicht hart. Aber durch World of Ages wird es halt sehr, sehr schwer. Er nutzt trotzdem das Timing, da ist die Ultimate. Und Swain kann sich nicht verwandeln. Kann er nicht. Kann er nicht. Er muss seinen Base-Schaden mit den normalen Spells nutzen, weil der Cooldown seiner Ult ja doch recht hoch ist. Oha. Oh, Tolkien. Wurde mal gerettet durch das Flash. Jetzt noch eine Combo. Da geht er down. Schön gemacht. AEQ gibt sich nicht auf. Equilibritas will hier den Sieg erringen. Na, Andrew Griffin ist natürlich dabei, das Ganze zu verhindern. Das ist der Traum. Aber es ist ein ziemlich schwieriger Traum. Scaling ist halt schwer zu bewerten für sie. Orianna natürlich immer strong. Das kennen wir alles. Ach, Swain ist jetzt nicht bad. Swain skaliert in Teamfights echt solid. So. Das ist ein komplexes Design. Ne? Das ist Bescheid. Ja, mal gucken. Gucken, was da der Plan ist. Zack, Bauchraum ist raus. Macht wenig Schaden. Ihr seht es. Knockback hat auch nicht funktioniert. Musste jetzt flashen. Und Peng. Oh, er hat beinahe noch überlebt. Also was heißt überlebt, sondern den Kill hat nicht abgegeben. Kate hat jetzt quasi nur einen Assist. Das ist nicht überragend viel. Aber AEQ holt sich ja einen Vorteil nach dem anderen. Und es sieht so aus, als wenn sie das bessere Momentum gerade auf ihrer Seite hat. Ihr fehlen ja nur Gebäude. Und um den Herald konnten sie sich jetzt nicht direkt kümmern. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu schwer. Mit dem Turm, mit der Janna natürlich zu verteidigen. Auch eine gute Idee. Oh, schöner Knock-up. Check hier, wunderbar Zack abgebrochen. Er wollte aber nur die Vasallen clearen, damit die Kate da oben Betrieb macht und den ersten Turm für IQ holt. Wie gesagt, die haben die stärkere Solo-Lane. Geht jetzt auch auf 3 in die Force. Hat jetzt auch schon Mercs fertig. Also Tolkien hat einiges an Resistenzen nun aufgebaut. Aber 3 in die Force ist halt so ein krasser Power-Spike. Musst du haben. 24 musste haben. Ist super teuer, Leute. Ist so. Aber ist schon the dream. Ja. Ist schon der absolute Dream. Hopp. Kick ist raus. Ja. Aber sieht gut aus. Na, Janna, auch Ardent Sensor first. Habt ihr das gesehen? Ardent Sensor vor dem Sightstone gebaut. Er hat den jetzt erst fertig. Das ist halt richtig krass. Jetzt wieder die Kombo gegen Talia. Oh, die wird halt... Also, gegen eine AD-lastige Rek'Sai mit 210 AD. 210, das ist halt stupid viel. Na? Und mit der Kombo gegen Shockwave super hart. Knockup hat wunderbar wieder alles abgebrochen, beziehungsweise hier war es der Bauchrammer. Entführung findet nicht statt. Da war der Kollege bereits ein bisschen zu weit weg. Hey, Talia, das ist halt so krass. Und der Triple Kill steht einfach 6-4. Also das sind halt Stats, die eigentlich irgendwie nicht so schön sind. Na? So richtig schön sind dann doch nicht. Oh, jetzt kommt hier, finde ich, eine kleine Beschleunigung statt. Wir holen ein paar FPS nach. Aber sowas passiert manchmal. Ja, aber Ardent Sensor first. Wie gesagt, auf Janna absolut worth. Also es ist halt wirklich ein krankes Item von der Effektivität her. Jetzt sehen wir schon, Maroxin mit Problemen. Ist jetzt auch ein 2 gegen 1 und da geht er down. Sehr schön. Na, Swain, wie gesagt, ich denke, Camille hat jetzt auch alleine gewonnen. Das wäre definitiv möglich gewesen. Swain braucht da mehr Items. Und er skaliert auch gut mit Gegenständen, aber leider müssen wir sagen, dass Camille das auch tut. Und zwar sogar noch besser.
Camille ist, was das Scaling angeht, von der puren Effektivität von Gegenständen auf Fiora-Level. Swain ist halt, Swain sagt schon, Camille ist echt krank. Während Swain von der Utility und dem schieren Schaden profitiert und natürlich auch die Heilung besser wird mit der AP, ist einfach die Skalierung bei Camille einfach dumm. Also ich meine, die kickt dich dann mit dem verstärkten Auto-Attack für 1000. Okay? 1000 True Damage. Das kann doch nicht gesund sein. Ja, und hier sehen wir es. Ja, das ist schon einiges Damage da, aber er hat halt nur Rot. Und der generiert ja schon einiges an AP und das dauert aber noch ein bisschen. Und das ist halt wirklich schwer. IQ hat gerade gute Positionen erarbeitet und Andrew Griffins kann trotzdem natürlich mit einzelnen Fähigkeiten und mit einzelnen kleinen Szenarien gut arbeiten. Ich finde immer noch diese Rek'Sai, Oricom, die ist OP. Shockwave into Rek'Sai, Rek'Sai into Shockwave. So, das ist halt so smooth und hat jetzt so gut funktioniert, gerade wenn man zum Flash kombiniert. Das ist halt Flash Knockup von Rek'Sai, ist echt immer noch stupid. Und zwar hart. Ja. Aber naja, mal gucken. Es lässt sich hier wirklich schwer sagen, wer gewinnen kann. Ich finde, beide Kompositionen haben die Möglichkeit. IQ muss einen guten Split-Push spielen, damit das Ganze für sie einwandfrei läuft. Und Andrew Griffins muss halt schauen, wie sie Eröffnung wagen können. Weil sie haben eigentlich sehr viel. Sie haben sehr viel CC. Viele Knock-Ups, Knockbacks. Und zu Lexalot mit der Chain of Corruption auch ein gutes Mittel, um Fights zu bremsen. Oder einfach aus langer Distanz mit viel Sicherheit zu ermöglichen. Es hat beides gegeben. Aber wie gesagt, diese permanente Action sehen wir halt jetzt nicht. Ich sag immer wieder, kommt halt Sekt dazu, forciert ja auch die ein oder anderen Flashes, was not bad ist. Ja, Sharp macht es hier auf jeden Fall nicht schlecht. Aber das Ding bei so einem Gank ist, du musst nochmal warten. Na, du musst es jetzt nochmal machen, wenn er keinen Flash hat. Und das ist schwierig, weil sobald Gragas in der Nähe ist, hast du immer einen Counter gegen Zac. Weil Gragas muss nur Bauchraumer gegen Zac machen und der Bauchraumer gewinnt immer. Der gewinnt immer als Dash. Ne? Ihr könnt euch vielleicht fragen, was passiert, wenn Vi und Gragas gegeneinander dashen? Ne? Die eine mit ihrem Q, der andere mit dem Bauchraum. Der Bauchraum gewinnt. Ja, super weird. Chain of Corruption. Und aber endlich verwendet als Engage-Tool. Schon wieder Sharp, aber abgebrochen. Jetzt sind bereits zwei Leute down. Sharp muss auf die andere Seite flashen. Das war ein guter Engage. Hier konnte quasi Tividi nicht helfen. Nicht wirklich. Er hat weggeflasht. Tolkien auf der anderen Seite der Karte. Er sagt Camille, kommt jetzt erst in die Mitte dazu, kann aber nicht in drei Leute rein. Und Sharp, oh, der wirft ihn nochmal dagegen. Kriegt nochmal ein, zwei Blobs. Aber hier hat man genug Damage. Mit dem Q. Easy peasy. 10 zu 10. Sehr ausgeglichen. Andrew Griffins. Die fighten halt wie die Begasten. Jetzt kommt Camille da rein. Das ist lebensmüde. Die Shockwave vernichtet sie quasi sofort. Aber auch Thalia. Oh, so close. Ne? Lexalot hat wirklich nur 1 AP gehabt. Kommt da noch weg. Ganz knappe Geschichte. Aber darin ist halt Camille eine Katastrophe. Sie will nicht in 5 Leute rein. Der ist einfach tot. Ja, sie hält da nichts aus. Und das sieht man. Das sieht man einfach sofort. Ja, TVD. Ja, halbe AP verloren. Ja, kann froh sein, dass Janna zur Stelle ist. Zack, erneut eine Kombo. Ori ist so gut, ey. Ori kann einfach so safe sein. Mit dem Q. Der Repositionierer. Jeder Kill macht sich so bemerkbar auf diesem Uhrwerk. Oha. Oha. Hawa, hawa, hawa. Ist nicht schön, wenn man gerade von der Base kommt. Auch ein sehr, sehr defensives Itembild von Lexalot. Mit dem Phantom Dancer für die Reduzierung. Ging Camille ganz gut. Aber so oft sind gegen die nicht fighten. Trotzdem ist 12% absolut worth, das runterzunehmen. Later für den King, ja, ist Klassiker. Das Problem ist, du hast halt keinen Hurricane. Ne? Du wünschst dir eigentlich einen Hurricane. Aber du hast halt nicht so viele Ziele. Wenn du mehrere Tanks hast, ist Hurricane super nice, weil du viele Leute gleichzeitig angreifst. Die Team-Comp ist aber sehr aufgesplittet. Tolkien ist quasi nie da. Der ist nämlich immer nur mit dem Swain beschäftigt und da sieht man, wie viel Schaden der zweite Kick macht. Gleich kommt er. Flash ist raus. Wo bleibt der zweite Tritt? Aber der macht ihn nicht. Beziehungsweise konnte den jetzt hier nicht durchführen. Ich glaube, jetzt kam er. Und RIP. Schon wieder gewinnen Swain im 1 gegen 1 gegen Hypercarry. Und er hat noch das Stundenlass. Das ist nämlich noch da.
Ei, das ist der Trip. Zweites Train, der das im Solo im 1 gegen 1 schafft. Bei der DSM-Meisterschaft. Da haben wir schon viel krassere, also was heißt viel krassere gesehen, sondern auch einige. Was ist da los mit den Swains? Und was ist da los mit dem Timing? Ich meine, Tolkien weiß das. Wenn der Lifestyle geht, ist alles fein. Da kann er ein und frei mitarbeiten. Aber er braucht Hexdinger. Ich hätte ihn halt echt Mouth of Mutis anstatt normales Lifestyle empfohlen. Bei Mouth of Mutis, wenn der Schild ploppt, you can't lose. Du kriegst halt so dermaßen viel Boni dann. Weil jeder Spell zählt halt rein und der Tritt, wie gesagt, der True Damage zählt auch. Ich kann den direkten Lifesteal auch verstehen. Ich meine, es ist halt dadurch ein Stück weit einfacher. Aber glaubt mir, auch bei Motius ist hier wirklich nicht nur der natürliche Counter, sondern auch der die direkte Sustain-lastige. Weil ich meine, du hast ein langes 1 gegen 1 Battle und das ging echt lang. Beide mussten viel mit Beschwörerzaubern arbeiten. Aber. Ja. Aktuell. Nicht erfolgreich, der gute Tolkien. 1-4. Wobei 2-5 jetzt auch nicht überragend ist. Ja, er ist auch nicht überragend. Aber ja, ist okay. So, Gragasfass ist raus. Die wollte man wieder den Engage wagen. Schöne Janna Disengage. Die sagt, das kannst du. Oh, Rek'Sai-Ul, das ist gefährlich. Dieb unterm Turm. Wurde sofort exhausted. Wirbelsturm hat leider nicht gesessen. Das heißt, hier kommt Check nochmal davon, ohne weiteren Bonusschaden. Talia zwar mit einer guten Ult, aber es reicht nicht von der Reichweite her. Kam einfach nur dazu, aber hat nicht den Weg abgeschnitten. Ist ja quasi der Dream gewesen. Bin immer noch ausgeglichen, ne? 26. Minute. Das ist jetzt so ein Game, was halt stark danach riecht, dass es nur einen Teamfight geben wird. Ah, einen großen, wo 5 Leute fallen, dann ist vorbei. Zumindest wirkt es ein kleines bisschen so. Beide Teams haben das Potenzial, sehr schnell zu pushen, wenn sie gemeinsam arbeiten wollen. Aber du willst halt auf IQs Seite gerne dir ein bisschen mehr Zeit lassen. Ich meine, sie haben Wave mit der Talia, das ist kein Ding. Sie haben Optionen mit Zeke, was Engage und Disengage angeht. Aber der Split Push, das ist ihre Sicherheit. Die können sie natürlich aufstellen, weil noch erst 1,5 Items da sind. Oder 1/2 Items. Drake jetzt auch nochmal erledigt. Was okay ist, aber nicht überragend. Aber viel wichtiger ist jetzt der Punkt, können wir einfach Zeit zu geben. Ich glaube, sie brauchen noch ein Item mit einem zweiten, fertigen, kompletten Item. Und jetzt natürlich auch den Ruf des Henkers jetzt außen vor gerechnet. Dann gewinnt. Da bin ich mir sehr sicher, dass man auch trotz Stundenglas gewinnt. Muss man, finde ich. Ja, ob jetzt Blade of the Ruined King bauen will oder wie ich es hoffe, mal auf meinem Motius, was aber nicht kommt, weil dann ist das Vamp-Zepter wieder einfach so im Weg. Dann müsste er das schaffen. Oha, schon wieder festgehalten. Na, das ist halt. Das Festhalten ist noch nicht mal schlimm, aber der Base-Schaden davon ist halt sehr, sehr hoch. Zack, hier springt man auf die Rek'Sai. Das ist auch ein bisschen mutig. Wenn die Ulti einmal durchkommt, ist halt vorbei. Du kannst halt richtig gut gegen reagieren. Gerade als Janna. Also nicht nur wegpusten, sondern auch. Direkt halt den Schild geben, kurz bevor Rek'Sai aus dem Tunnel kommt. Das ist schon nicht schlecht. Folgt ihm wieder im 1 gegen 1. Da ist die Passive sehr nützlich. Und wartet jetzt, bis Talia da ist. Die Frage ist, kann man ihn da abholen? Die Kombo muss jetzt halt einwandfrei sitzen. Zack, das sind die. Oh, Stundenglas. Ich glaube, jetzt ist er tot. Butz! Ja, das ist halt richtig bitter für ihn. Stundenglas, sehr gutes defensives Item, aber gegen Talia, die bewusst ihren Stein da drunter setzen kann und ihren Knock-Up da durchkriegt. Das ist halt bitter. Das ist halt wirklich einfach nur bitter. Das ist wie Stundenglas gegen Kate. Sie setzt einfach einen Trap drunter, du wachst auf oder kommst aus der Golden Stasis für einen Headshot. Bist halt sofort tot. Aber gut, dass er hier mal geholfen hat, weil Tolkien kann jetzt endlich nach 29 Minuten mal den Sidelane-Turret zerstören, den er, glaube ich, schon länger geplant hat zu vernichten. Nimmt auch nicht das Local-Gold, was ich auch nicht gut finde. Also ich würde da immer hingehen, wenigstens einen Auto-Take machen. Für das Gold, Leute, für die Elo. So, TVD alleine. Der Rest des Teams, der war so weit weg, aber der Schaden.
Der Schaden von Jack mit Titanic, der ist ja nicht normal. Was macht Tolkien da? Der ist wirklich lebensmüde. Bekommt ihn zwar. Oh, Janna! Janna for the win! Alter Schwede, hält ihn wirklich immer noch am Leben. Und Tolkien heilt sich hoch wie ein Weltmeister. Lifesteal ist im Haus. Das hätte ich nicht gedacht. Hier hätte ich gedacht, der wird jetzt so hart gepunished und fällt auseinander. Sharp springt da drüber. Beide hier miteinander verbunden. Das war nicht schlecht. Das heißt, Fokus könnte man wieder auf Ori legen. Aber die kitet halt sehr schön. Oh, nee. Flash nach vorne. Wollte ihn einfach nur slowen. Hat nicht geklappt. Der Chase ist real. Stun. Oh, mein Gott. Oh, der kriegt hier beinahe noch den Jungen in die Pässe. Aber was hat nicht geklappt? Deswegen bin ich mir nicht mal sicher, ob die Pässe noch da ist. Also gut gemacht von Drazard. Sehr lange noch durchgehalten. Aber waren aufgeteilt. Gragas ist immer noch Teemo. Scouted ahead. Ja, 1000 Wards da platziert. Die Frage ist, wo geht man nach Hause? Was ist der Heimweg? Hat jetzt aber geschafft. Klappt. Ja. Camille OP? Fragezeichen. Nee, Camille hat einfach nur ein gutes Scaling. Muss dir vorstellen, wir sind in der 31. Minute. Und jetzt ist er erst wirklich gut. Ja, davor ist er mehr so... Ja. Was heißt hier? Also... Davor ist es halt wirklich handelbar. Aber mittlerweile hat es Wayne trotzdem ein Item mehr, ein teures Item mehr an sich zur Verfügung. Und ja, kann damit halt nicht viel machen. Kann halt nicht viel machen. So, hier wird nochmal ordentlich gescannt. Ah, Vision ist wichtig. Wie wichtig. Turret unten down. Jetzt nach 1000 Jahren ist es passiert. Ja, manchmal braucht es einfach nur 1000 Jahre. Aber so ist es. Durchgezogen wurde es trotzdem. Jetzt hier eventuell Check-in-Gefahr. Ja, die Ultimate ist so eine schwierige Sache. Es ist ein krasser Gap-Closer, aber das Ganze effektiv zu nutzen ist, ja. Was soll ich sagen? Knifflig. Ja. Baron nun begonnen. Zweiter Turm auf der Botlane gefallen. Jetzt geht das Ganze ein bisschen schneller. Talia läuft hoch. Sie hat ihre Ultimate. Hat Level 17. Die Reise beginnt. Sie kommt dazu. Redemption wird gecastet. Vom Supporter aus. Jetzt ist Talia zur Stelle. Zack ist wieder abgebrochen worden. Aber ich glaube, er hat noch seine Passive zur Verfügung. Er kann ja also fallen. Zack, entführt hier nur sich selbst. Zwei Leute aber gefallen, eher in die Passive kommen. Maroxin kein Mana, der wird jetzt gleich sterben. Double Kill nun für Tolkien. Er könnte sich wahrscheinlich das Ace noch holen, wenn er den wollte. Aber hier ist es dem Baron zu sichern. Und ich glaube, Jack wird hier ebenfalls. Der wird hier, ja, der ist so früh reingegangen. Alle rufen, da ist das Ace. Und vielleicht auch hier die Möglichkeit, das Spiel zu beenden. Ja, das ist, denke ich, machbar. Absolut machbar. Ah, mal gucken. Mal gucken. Backboard. Schön gemacht. Also wie gesagt, ein Teamfight ist nicht selten. Ja, so ein kleines bisschen der Genickbruch. Hier hat man es versucht, mit dem Baron ein Comeback zu feiern. Was ich denke, sehr gut nachvollziehen kann. Jetzt wird man aber eiskalt. Oh Gott, der Ward, ey. Solange der Ward nicht geklärt ist, ist die Kamera einfach nur total gestört. So, Drake ist ebenfalls draufgegangen. Und nun, ja, Rotation nach unten. Jetzt kommt die Rotation nach unten. Ich meine, alle Türme sind dann noch da. Basisverteidigung ist jetzt nicht unmöglich. Also IQ hat jetzt gute Karten. Noch fast 10.000 Gold Vorsprung. Aber noch kein Garant für den Sieg. Wobei, wenn ich die Janna-Item sehe, dann kriegst du halt schon eine Meise. Der Schild ist jetzt halt, keine Ahnung, bei 700 oder so. Ja, das ist halt ein richtig fetter Schild. Und... Arden Sensor und natürlich auch entsprechend die Bonus-AD. Sagt man sie, das 306-AD hat Kate mit dem Schild. 306. Das ist wirklich, wenn man die Crits noch dazu zählt und Static-Effekte,
Da ist wirklich viel. Oh, peng, peng, peng. Turm fällt jetzt auch auseinander. Und dann wird quasi das... Hallo, Ibims. Na, einfach nur einen Kick. Das war jetzt halt ordentlich True Damage, was dabei rumkam. Das war definitiv not bad. Und das ist jetzt der 3-Item-Power-Spike, ne? Top-Lane-Turm ist jetzt gefallen. Das ist aber nur der Tier 2 gewesen. IQ nähert sich von allen Seiten. Das ist immer Traumstadium. Wenn man das wirklich hinbekommt. Das sah gerade ein bisschen seltsam aus mit dem Fass. Eieiei. Einfach nur Rapid Fire Static Crit. Peng. Na, keine AP mehr. So, und auch Jack, der ist lebensmüde. Der kriegt jetzt hier auch einen Auto-Tag nach dem anderen ab. Janna übersteht das Ganze nicht. Da lag noch irgendwas Fassmäßiges rum, aber Storm, der kite da um sein Leben. Oh, der ist so low. Geht jetzt am Ende auch drauf. IQ verliert jetzt hier viele Teammitglieder, aber auf der anderen Seite verliert Andrew viele Gebäude. Ah, Top ebenfalls down, da geht der Kollege rein, verliert richtig viel HP. Tolkien nimmt sich den ersten. Schild ploppt, nimmt sich eventuell den zweiten. Swain in der goldenen Statue, Megaform. Überlebt das Ganze. Tolkien, drei Leute down. Oh, der letzte fällt ebenfalls. Ein schöner Quadra hier an der Stelle. Und damit auch die Möglichkeit, das Spiel beendet zu werden. Na, das ist Camille, Leute. Wenn die Leute super low sind, da kann sie ihre geringen Cooldowns nutzen. Und hier das Ganze sauber durchzubringen. Die Leute sind noch 10 Jahre tot. Das heißt, Zack und Tolkien, also Sharp, haben dann noch die Möglichkeit, das Ganze wunderschön zu beenden. Na, IQ, dann mit einem weiteren Win dabei. Sehr, sehr schön. Na, das sieht wirklich gut aus. Kann man nochmal ein Lob aussprechen. Und wir haben unseren Sieger. IQ nach 36 Minuten. So, hallo. Tja, und nun steht es fest. Es steht nun fest. Na, wir haben keine Tiebreakers mehr. Und wenn die Tabelle jetzt korrekt ist, haben wir all unsere Teilnehmer dabei. Na, so wie ich das jetzt hier gesehen habe. Genau, wir haben also am Samstag, diesen Samstag, ja, dieses Wochenende, Sonntag, Entschuldigung, Samstag fahren wir schon hin. Ja, aber ich glaube, das ist trotzdem, wenn ihr Samstag hin wollt, könnt ihr auch hin. Ja, wenn ihr in Krefeld wohnt, all in. Na, dann finden ja quasi noch die anderen ESL-Meisterschaftstitel statt. Aber die interessieren uns ja nicht. Ja? Uns interessiert nur LOL. Und es ist Sonntag, am 12 Uhr oder sowas geht das los, 2 Best of Threes. Und das Halbfinale besteht dann quasi aus Mysterious Monkeys, Alternate, Euronix und Attempting to Reconnect. Alles Teams, die heute, by the way, gewonnen haben. Na, also, es wäre quasi ein bisschen Mischmasch möglich gewesen. Ein bisschen. Also im Prinzip nur SPG. Aber hat nicht geklappt. Haben gegen den direkten Kontrahenten, die auf der Tabelle auf der gleichen Position waren, wohlgemerkt, verloren. Na, so ist es nun mal. Gut. Also, wenn ihr Lust habt, ja, Sonntag, schön nach Krefeld zu Take TV. Ja, da werden wir das Halbfinale übertragen. Mit Sola fahre ich dahin. Also wir beiden werden das Ganze knackig kommentieren von der Couch aus. Ja, wird sehr, sehr chillig und wir können da mit euch, denke ich, abhängen. Ich denke, glaube, das ist möglich und meistens auch das Ziel. Gut, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Na, ob wir jetzt hier jemanden hosten, weiß ich nicht. Irgendwas passiert bestimmt. Und ich wünsche euch einen sehr, sehr entspannten Tag. Ihr kriegt noch eine Werbung ins Face gedroppt und danach wird irgendjemand krass angezeigt. Ja, haut rein, meine Damen und Herren. Viel Spaß beim Ranked. Athletes aren't just born. They're molded from the core.